Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 2. bis 4. August 2019. Und das bedeutet Freitag, Samstag, Sonntag. Diese drei Karten zeigen die Energie am Freitag. Die Affirmation ist Nein zu sagen. Es ist gerade die Zeit, jemand mal Grenzen setzen und Nein zu sagen. Dann ist wichtig, erkennen die Hohepriesterin, weil die Hohepriesterin hat eine wichtige Botschaft. Das ist der Tor zum Tempel Salomon. Und die Hohepriesterin hütet diesem Tor. Und das symbolisiert unseren inneren Tempel. Und wenn wir an unserem inneren Tempel betreten, dann erleben wir die Geheimnisse des Lebens. Und die Hohepriesterin hütet etwas sehr Wertvolles. Und das ist das Buch des Schicksals. Und da sind Schicksalswege beschrieben. Und wenn wir nachdenken an unserem eigenen Schicksal und auch an Vergangenheit, dann berühren uns auch karmische Themen, karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen. Die Hohepriesterin belehrt uns auch, die Gesetze, die Natur, die Gesetze, die Kosmos zum Verstehen. Das sind die hermetischen Gesetze. Und eine der wichtigsten Gesetze ist, so wie innen, so ist das nach außen. Das ist die Anziehungskraft. Es ist wichtig, auf unserem eigenen Energiefeld achten. Und das kommt von unserem Inneren. Das ist unserem Denken und unserem Fühlen. Immer positiv denken. Immer angstfrei leben, dadurch verbessert sich unser Energiefeld und auch die Anziehungskraft. Und diese hermetischen Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Es lohnt sich, auf unserem eigenen Energiefeld achten. Dadurch verbessert sich unsere Lebensenergie, unsere Lebenssituation, weil wir ziehen andere Menschen an, wir ziehen andere Lebenssituationen an. In diesem Bild zeigt diese Prinzessin den goldenen Taler. Und das sollen wir in Hand nehmen. Natürlich bedeutet das auch die Finanzen, indirekt die beruflichen Situationen, ganz klar. Es ist auch ein wichtiges Thema. Und wenn jemand ausnützen will finanziell, da ist auch wichtig, mal Nein zu sagen. Aber diesem goldenen Taler symbolisiert auch die Werte und auch die Wertschätzung, auch unserem eigenen Selbstwertgefühl, das zu beherrschen. Das, was wir Freitag lernen können, Samstag. Die Energie zeigt sich hier bei diesen drei Bildern. Die Affirmation ist die Fähigkeiten. Sammle deinen Sternentaler ein. All das, was du kannst, wozu du fähig bist, woran du glaubst, was du liebst, das ist deins. Nimm das im Besitz, das sind Schätze, das sind wahre Schätze im Leben. Diese Königin beherrscht die Luftelement und das ist so wichtig, tief durchatmen, Luft zu holen, in Leichtigkeit bleiben. Wir brauchen auch einen Weitblick und befreit zu sein von Ängsten, weil die Schwert symbolisiert das auch. So wie Erzengel Michael befreit mit seinem Lichtschwert von unseren Ängsten, Angstbefreiung. Wir können sofort durchatmen. Wir bekommen Luft, Leichtigkeit.
Außerdem symbolisiert die Luftelement klärenden Gesprächen. Aber dieser Rückzug heißt auch, die beiden Karten zusammen Gesprächen führen mit unserem Inneren, auf unserem inneren Stimme vertrauen. Wir haben dazu die Verbindung, wenn wir zurückziehen und meditieren. Das hilft, zur Ruhe kommen, von Ängsten zu befreien und entdecken diesem heiligen Bild. All das ist für uns heilig, was schöpferisch ist, was wir auch lieben. Und das bedeutet meditieren, visualisieren, die ideale Zustand. Und wenn wir da Energie lenken, dann manifestiert sich das in allen Ebenen, auch finanziell, auch beruflich, auch in die liebe Partnerschaft. Wir brauchen Bilder, das Vorstellen. Wir müssen die Vorstellungskraft stärken, dann das auch Vertrauen daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen. Die Natur sorgt dafür, dass diese Bilder die Wahrheit entsprechen, dass die Visualisierung funktioniert. Und genau so können wir unserem Leben, unserem Schicksal vorbestimmen, weil wir lenken das mit unserer Vorstellung. Sonntag zeigt sich die Energie an diesen drei Bildern. Die Affirmation ist Schutzengel. Du bist nicht alleine. Die Engel sind da und sie schützen auch. Dieses Bild zeigt Schwierigkeiten, eine schwere Last. So wie dieser Mann im Bild zeigt, wie schwierig das ist zum Tragen oder Ertragen. Aber wir befreien uns davon. Hier gibt es eine Lösung. Dieser Prinz herrscht über die Luftelement und befreit uns von diesem Last, befreit uns von diesen Problemen und Schwierigkeiten. All das, was uns bedrückt. Und die Schutzengel sind auch da. Und dann ist die Luft zum Atmen, endlich aufatmen zu können, endlich in diesem Leichtigkeit kommen. Die Luftelement symbolisiert auch Kommunikation. Es ist zum Erwarten, dass eine männliche Person nähert sich und ihr bekommt eine wichtige Nachricht. Und das war mein wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.